Für Einsatzkräfte der Feuerwehr, ganz gleich ob im Hauptamt bei der Berufsfeuerwehr oder im Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehr, ist der Alltag eine Art Wundertüte. Sie wissen nie so richtig, was könnte passieren, was erwartet uns heute. Das bedeutet, dass man sehr viel Wissen braucht, um auf jeden möglichen Einsatzfall vorbereitet zu sein. Auf einen Brand, auf einen Unfall oder eine Unwetterlage zum Beispiel. Dieses ganze Wissen wird in der Grundlage auf kommunaler Ebene vermittelt, aber es gibt auch Führungskräftelehrgänge oder spezialisierte Lehrgänge, zum Beispiel für Disponenten in der Einsatzleitstelle. Die werden ausgebildet hier in Kassel an der Hessischen Landesfeuerwehrschule und da sind wir heute zu Gast. Erwin Baumann ist der Direktor der Landesfeuerwehrschule hier in Kassel. Herr Baumann, die Schulbank haben wir alle schon mal gedrückt, aber an der Landesfeuerwehrschule, da geht es, glaube ich, um noch ganz andere Sachen. Richtig, hier bei uns findet die Führungsausbildung statt. Das heißt, wir bilden die Gruppenführer, Zugführer, Verbandsführer aus, die nachher die Verantwortung tragen und den Einsatz leiten und führen. Das heißt, das sind die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass so ein Einsatz erfolgreich ist, dass Menschenleben gerettet werden. Richtig, das sind die Menschen, die die Verantwortung tragen. Und damit sie diese Verantwortung tragen können, erhalten sie bei uns das notwendige Rüstzeug, um dieses tun zu können. Führungskräfte bei der Feuerwehr müssen Entscheidungen treffen. Das nicht irgendwann, sondern ziemlich schnell. Und wie sie entscheiden, das kann für den Einsatzerfolg richtig wichtig sein. In einer guten, sicheren Umgebung kann man das üben, zum Beispiel hier an einer Planspielplatte. Manch einer wird sich jetzt wahrscheinlich so an seine Modellbauzeit erinnern oder hat sowas vielleicht auch im Keller. Und genauso ist es auch aufgebaut. Wir haben Industriehallen, wir haben hier kleine Häuser, hier ist ein Hubschrauberlandeplatz, eine Kirche ist mit dabei. Eigentlich so eine kleine Stadt, wie man sie in Nordhessen und Südniedersachsen auch finden könnte. Jedes Szenario ist hier möglich. Ein Verkehrsunfall, ein brennender Balkon oder ein Unglück auf einer Bahnanlage, eine eingeklemmte Person in einer Industriehalle. Alles, was im Alltag den Feuerwehren auch begegnet. Die Führungskräfte, die hier ausgebildet werden, sind die Zugführer, die Einsatzleiter, künftig in ihren Ortsfeuerwehren. Und sie sollen hier nicht den goldenen Weg zum Ziel finden, sondern zeigen, dass sie alles Mögliche an Wissen, was sie in den vorhergegangenen Lehrgängen schon erlernt haben, auch anwenden können und so ideal den Einsatz abarbeiten. Das kann ganz schön schweißtreibend sein, denn man sieht, es gibt viele, viele unterschiedliche Szenarien und es kann jede Menge passieren. Wenn ich mich jetzt entscheide, Feuerwehrmann zu werden und irgendwann hierher komme, wie könnte dann so eine klassische Woche oder wie viele Tage man auch immer hier ist aussehen? Was passiert? Ja, also der Beginn der Gruppenführerausbildung ist, dass halt erstmal einige theoretische Kenntnisse vermittelt werden und dann geht es halt gleich in die Praxis. Es finden Übungen statt, bei denen Situationen halt dargestellt werden und jeder Teilnehmerin und jeder Teilnehmer muss in dieser Situation die Führungsentscheidungen treffen. Und wie diese Führungsentscheidungen getroffen werden, das kriegen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier vorab dann vermittelt. Teilen wir das mal auf. In der Theorie, also die Führungskräfte müssen wissen, welche Gefahren könnten eventuell für meine Kräfte lauern. Ja. Wird das theoretisch im Unterricht vermittelt? Ja, einmal theoretisch im Unterricht und natürlich halt auch praktisch in den Übungen. Nehmen wir zum Beispiel den Sachverhalt Druckgasbehälter, eine Propangasflasche, das ist etwas, das kennt jeder. Da vermitteln wir halt in dem theoretischen Unterricht die grundlegenden Kenntnisse. Und irgendwann kommt dann draußen bei der praktischen Übung, dann wird eine Druckgasflasche eingebaut, eine Flüssiggasflasche. Und dann muss halt der Teilnehmerin oder der Teilnehmer das, was er vorher gelernt hat, auch dann praktisch umsetzen. Ne? Ziel ist, da Handlungskompetenz zu erzielen, dass er dann auch in der Situation die richtigen Entscheidungen treffen kann. Die Notrufnummer 112 ist den meisten Menschen wahrscheinlich ein Begriff. Europaweit kann man dort rund um die Uhr Hilfe bekommen. Aber auch diese Menschen müssen natürlich ausgebildet werden. Denn wenn man die 112 wählt, dann landet man zum Beispiel in so einer Leitstelle hier. Die ist heute ziemlich leer, das hat aber einen bestimmten Grund. Denn wir sind immer noch in der Landesfeuerwehrschule und hier werden die Disponenten ausgebildet. Die Ausbildung, die ist tatsächlich auch für die Jungs und Mädels hier schweißtreibend, denn hier hinter uns, hinter dieser verspiegelten Scheibe, dort sitzen die Ausbilder und die können jedes mögliche Szenario einspielen. Also wenn die Lage scheinbar unter Kontrolle ist, werden zwei, drei Knöpfe gedrückt und dann kann sich einiges ändern. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, vielleicht wie einige, die an der Universität waren. Hier gibt es Hörsäle, wo es theoretischen Unterricht gibt oder wie ist das bei Ihnen aufgebaut? Ja, also wir haben
Hörsäle, Klassenräume und auch Planübungsräume, bei denen das halt theoretisch durchgespielt wird. Und dann natürlich halt hier Übungshäuser und Übungseinrichtungen, bei denen halt dann die praktischen Übungen durchgeführt werden, weil Feuerwehr ist halt größtenteils auch Handwerk. Es klingt so ein bisschen so, als könnte man hier den Einsatzalltag der Feuerwehr nachspielen. Was haben Sie dafür auf dem Gelände da? Ja, wir haben im Prinzip viele Sachen da, angefangen von unserer Brandsimulationsanlage, wo wir halt tatsächlich eine Heißausbildung betreiben können. Wir haben dann noch ein zweites Gebäude, bei dem halt zahlreiche Übungssituationen eingebaut sind. Dann haben wir in dem oberen Bereich halt eine Gleisanlage, dann Kraftfahrzeuge, die zerschnitten werden können und müssen. Und an jeder Ecke halt eine Übungssituation. Um die Einsatzkräfte richtig ausbilden zu können, braucht es natürlich auch einen großen und modernen Fuhrpark. 53 Fahrzeuge hat man hier an der Landesfeuerwehrschule. Verschiedenste Modelle, unter anderem auch Drehleiter, um jeden möglichen Einsatz richtig realistisch darstellen zu können. Wie lange dauern so Lehrgänge hier bei Ihnen? Ja, der Gruppenführerlehrgang, der dauert 14 Tage, das heißt 10 Tage Ausbildung. Der Zugführerlehrgang auch 10 Ausbildungstage und der Verbandsführerlehrgang 5 Ausbildungstage. Das bedeutet, man schläft auch hier in der Schule? Richtig, wir haben Internatsbetrieb, wir haben ja 240 Einzelzimmer und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen hierher und sind halt auch tatsächlich dann unter sich. Und das ist halt auch nochmal ganz wichtig, dass halt ein Austausch stattfindet. Ne? Wir haben ja verschiedene Freizeitmöglichkeiten, angefangen von unseren sportlichen Räumen, die wir zur Verfügung stellen, bis hin halt zu unserer Cafeteria, zu Pausenräumen, Dachterrasse, wo man sich schön aufhalten kann, damit auch unter den Feuerwehrleuten ein Austausch stattfinden kann und Best-Practice-Modelle dann halt auch da ausgetauscht werden können. Es wirkt nach sehr viel Miteinander, sehr viel kooperativem Arbeiten. Da interessiert mich, was sind das überhaupt für Menschen, die hierher kommen? Wer entscheidet sich für so einen Feuerwehrlehrgang? Wer ist überhaupt Mitglied in der Feuerwehr? Ja, das sind Menschen, die sich halt für die Gesellschaft einbringen wollen, die bereit sind, halt auch Verantwortung zu übernehmen. Das ist halt diese Gruppe, die hierher kommt. Und diese Menschen, deshalb ist es auch sehr harmonisch hier, die gehen alle freundschaftlich und kameradschaftlich verbunden miteinander um und haben alle das gleiche Ziel. Wir haben insgesamt im Angebot 180 verschiedene Lehrgangsarten und bieten im Jahr, also nächstes Jahr sind es rund 750 Veranstaltungen, die wir hier anbieten. Das heißt, wie viele Menschen schleusen Sie pro Jahr hier durch? Circa 13.000. Das ist eine ganze Menge. Ja. Das heißt, Sie sind ein Internatsbetrieb, hier kommen die Menschen her übernachten, Sie erfahren Ihre Einsatzübungen. Das ganze Feuerwehrwesen ist ja sehr traditionell hier am Standort, auch verglichen mit anderen, ist man aber sehr fortschrittlich. Da haben Sie auch einige Projekte. Die Welt verändert sich, die Feuerwehrwelt natürlich auch und die Möglichkeiten der Ausbildung auch. Und ein Schlagwort von mir ist halt, in 10 Jahren wird die Ausbildung ganz anders aussehen. Wir haben mit der Digitalisierung Möglichkeiten, anders auszubilden, Situationen darzustellen, die wir sonst hier im Übungsbetrieb nicht darstellen können. Und diese Chance wollen wir natürlich für die Feuerwehrangehörigen nutzen, weil somit halt ein Mehrwert entsteht, die Ausbildung besser wird und die Feuerwehrleute dann auch sicherer in ihren Einsatz gehen können.
Was haben wir heute gelernt? Eine Landesfeuerwehrschule ist ein Ort, wo jede Menge Wissen, auch ganz viel Wissen aus der Praxis vermittelt wird, um unsere Einsatzkräfte für alle möglichen Situationen zu schulen und wortwörtlich einsatzbereit zu machen. Was man dabei nicht vergessen darf, ganz, ganz viele Menschen, die hier sind, machen das im Ehrenamt für unsere Sicherheit. Und dafür ganz herzlichen Dank.